Hier im Nationalen Automuseum findet man nicht nur Straßenfahrzeuge oder eine Le Mans-Sonderausstellung. Es gibt Formel-1-Boliden und sicherlich das größte Modell, und das ist wortwörtlich so gemeint, ist der Rolfo Renntransporter, mit dem die Scuderia Ferrari in den 70er Jahren die Rennfahrzeuge an die Rennstrecken in der Formel 1 gebracht hat oder auch in den Sportwagen-Weltmeisterschaften oder nach Le Mans. Ein riesen LKW mit Laderampe, mit passenden Fahrzeugen dazu. Ein wirklich beeindruckendes Fahrzeug, welches die Vorlage war für unseren Rolfo Modellautotransporter von CMR. Das Auto wurde hier im Original fotografiert, vermessen, abgescannt, und aus diesem Original wurde dann der Modellautotransporter gebaut für CMR. Sicherlich ein tolles Fahrzeug mit funktionierender Laderampe, mit ausklappbaren Türen, und das Original wird bestmöglich wiedergespiegelt, 1:1, wie er hier im Museum steht. Eine tolle Sache für jede Modellautosammlung, und alle Infos rund um das Original erzählt euch jetzt der Tobias Reichle. Der Rolfo-Transporter, den wir hinter uns stehen sehen, ist ein Spezialtransporter, der von der Firma Rolfo, einem Stellmacherbetrieb in Italien, extra für Ferrari angefertigt wurde. Insgesamt wurden zwei der geschlossenen Fahrzeuge gebaut. Davor setzte Ferrari einen sogenannten offenen Renntransporter von der Firma Bartoletti ein. Dies war quasi dann die Weiterentwicklung. Die Fahrzeuge kamen trocken an und die Mechaniker hatten auch die Möglichkeit, im Innenraum an der Werkbank einige Veränderungen bzw. Modifikationen vorzunehmen und die Fahrzeuge für die jeweiligen Rennen vorzubereiten. Dieses Auto hat einen Sechszylindermotor mit 186 PS. Also wenn man damit über die Alpen fahren musste, um auf irgendwelche Rennstrecken zu fahren, könnte das schon sehr mühsam sein. In das Auto passen insgesamt drei Rennfahrzeuge, sowohl Formel-1-Autos als auch die Sportprototypen. Der Renntransporter wurde ab 1967 auf den Strecken Europas eingesetzt. Das konnte unter anderem für die Sportprototypen dann in Le Mans gewesen sein, als auch auf den anderen Formel-1-Rennstrecken, wo Fahrer wie Jackie X und Konsorten teilgenommen haben. Und dieser Renntransporter wurde sowohl als Servicewagen genutzt, als auch als Transporter, um die Fahrzeuge dann auf die jeweilige Strecke zu bringen.